Ich möchte Karotten und keine hier. Aber da hinten sind noch Felder. Ist die Chance denn wirklich so gering, dass man hier Karotten bekommt? Ich glaub's nicht. Hier sind auch Dings. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt alles einsammeln kann, weil wäre schon doof. Nein, die Samen kann ich nicht einsammeln. Dann gucken wir mal. Also, Sandstein, Holz. Ach komm, hier, die Erde braucht man nicht. Dann nehmen wir jetzt hier mal die Dings mit. Warum sind hier keine Möhren? Ich mache hier echt nochmal, also ich mache hier wirklich jetzt ein Fass auf, wenn hier keine Möhren sind. Lass hier bitte Möhren sein, weil Kartoffeln haben wir jetzt schon. Ich würde sogar liebend gern... Ah, was wir natürlich noch gucken könnten, ist, ob hier vielleicht zufällig jemand Möhren verkauft. Die leckeren Möhrchen. Das wäre auf jeden Fall kein so schlechtes Geschehen, wenn jetzt hier wer wäre, der Karotten verkauft. Sind da oben Karotten? Das sind auch wieder nur Dings, oder? Vergucke ich mich da gerade? Ich hoffe, ich vergucke mich. Da bauen wir jetzt hier. Ich frage mich natürlich auch, wie die hier rüberkommen. Da hinten sehe ich doch Karotten. Gut, dann werde ich jetzt mit aller Freude dieses Feld hier abbauen. 100% sicher bin ich mir jetzt natürlich nicht. Aber so wie das aussieht, sind das Karotten. Hoffentlich. Drück die Daumen. So, jetzt müssen wir wieder was loswerden. Rottenflash. Davon können wir uns genug. Da brauche ich einfach nur mal kurz meine Rippen schneiden und schon haben wir was. Also so unnützlich ist das nicht. Was ist das hier? Ist hier gerade Dorfbesprechung? Oder plant ihr ein Attentat gegen den Bürgermeister? Und es sind Karotten! Yippie-ya-yay! Schweinebacke! Und die können wir nicht einsammeln. Na, das ist ja auch schlau. Oh, da hinten ist noch ein Feld. Und eine Schmiede, wie ich gerade gesehen habe. TNT ist ja natürlich auch schlau. Gemeißelter Sandstein. Glatter Sandstein. Sandstein. Wir müssen mal schnell was... Wir müssen mal schnell was auslernen, weil sonst... Ach komm, hier, da können wir genug von... Karotten sind da alle Male wichtiger. Das versteht das liebe Zuckerrohr auch. Und ich muss natürlich aufpassen, dass die Platte nicht verläuft. Weil ich ja gerade schon wieder erneut aufnehme. Und das war nicht unbedingt weit weg vom letzten Aufnehmen. Ah, das ist schon ziemlich groß, das Dorf. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Die planen Intrigen, das sage ich euch. Die planen hundertprozentig Intrigen. Und da sind nochmal welche. Mensch, das wäre doch nicht nötig gewesen. Aha, aha, Äpfel. Ah, kann ich gar nicht einsammeln alles. So viel Zeug habe ich mit. Weil ich habe doch nur eine Reise gemacht. Verstehe ich nicht. Lalalala. Einmal Sensenmann. Ach komm, das nehme ich auch noch mit. So viel, wie jetzt in die Tasche noch passt, packe ich einfach mal ein. Aber es ist auch fies, dass man hier die Ernte so zerstört. Ich meine, die sind in der Wüste. Die haben da bestimmt schon so... Gewisse Connections brauchten die da bestimmt schon, um an Möhrchen und so zu kommen. Aber ich sag Dankeschön und werde jetzt wahrscheinlich, oder ich werde jetzt mal so Richtung Spawnpoint gehen. Mit einem grinsenden Gesicht. Die Hunde freuen sich. Und natürlich nicht zu vergessen, der kleine Ben. Der ganz gespannt aus dem Fenster schaut die ganze Zeit. Die Geschichte vom kleinen Ben. So, jetzt habe ich natürlich... Jetzt hätte ich gerade fast meine Kopfhörer verloren. Weil ich mache ja immer auf Mono, wenn ich spiele. Und spreche dazu, dann... Ist das immer so ein bisschen praktischer. Ach, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, da ist ein Durchgang. Cool. Ich baue mir jetzt lieber ein Boot. Das will ich euch nicht antun. Und mir natürlich genauso wenig. Und der Platte auch. Weil Zeit ist Geld. Im Moment. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz. Ist hier irgendwo Holz? Wir brauchen Holz. Eine Menge Holz. Mist.
Warte mal. So, Moment. Das muss ich jetzt mal ganz kurz in Erkundung bringen. Warte, die Platte hat noch 17 GB. Ich hoffe jetzt einfach mal. So, alles wieder aufmachen. Nee, das nicht. Das aber. So, ich hoffe mal, dass das jetzt noch die Platte aushält. Platte. Also gehen wir mal wieder auf die Schwimmtour, Schwimmkurs mit Zeppen. Immer nach und nach den linken und den rechten Arm schaufeln, als wenn man gerade Sand irgendwo hinschippt, was man ja hobbymäßig so eben macht in seiner Freizeit. Oh, wieder ein schönes endloses Meer. Ich habe so das Gefühl, das ist dieses Meer, was wir da einst gefunden haben, als wir Richtung Süden gegangen sind. Wenn man jetzt von meinem Süden ausgeht, dann müssten wir theoretisch... Oh, da fällt mir gerade was ein. Da sage ich jetzt mal nicht, was wir theoretisch finden müssten. Das sage ich jetzt mal nicht. Da gucke ich mal, ob ihr da vielleicht Bescheid wisst. Ich glaube, die Folge hieß Spontanität von ihrer besten Seite. Mal gucken, ob wir das finden. Das wäre auf jeden Fall mal lustig, wenn wir das finden würden. Land. Na komm. Schwimm schneller. Und wieder einmal dürfen wir mit unseren Füßen das Land betreten. Und dürfen voller Engagement und vollem Adrenalinspiegel losrennen und uns auf zu Hause freuen. Aha, okay. Also so langsam. Au. Kommen mir die Landschaften hier bekannt vor. Zuckerrohr, nee, das lasse ich jetzt mal stehen. Weil wir ja gar keinen Platz mehr im Inventar haben. Ich weiß es nur nicht. Das Schlimme ist nur, manchmal sieht man nicht, ob die Welt jetzt neu generiert wird. Oder ob die schon da ist. Na. Ah, ich hasse diese. Berge. Die Klippen, wollte ich schon sagen. Weil da findet man immer so selten Wege drum. Na komm. Wir sind doch fast zu Hause. Aha. Oh. Nö, kommt mir nicht bekannt vor. Oh, was ist das denn Cooles? Was man hier so Schönes, Lustiges entdeckt. Aha, eine Wüste. Da streifen wir jetzt einfach mal durch den schönen Sand. Vielleicht finden wir ja noch ein NPC-Dorf. Nee, also das wäre jetzt echt... Das wäre echt gemein gewesen, wenn der World Gen wieder... Oder jetzt ein Dorf... Ach, warte mal. Wenn der World Generator jetzt ein Dorf machen würde, wo Karotten und Kartoffeln sind. Das wäre richtig böse. Also denn würde ich zumindest einen eindeutigen Beweis dafür haben, dass der World Generator mich nicht mag. Oder irgendwas gegen mich hat. So, das habe ich mich ja natürlich eingebaut. Aber was soll's. So, so. Zack, 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 zack. So, die Werkbank, die lassen wir jetzt hier einfach mal stehen. Können wir sowieso nicht einpacken. Vielleicht finden wir die irgendwann wieder. Werkbank ist ja nicht das teuerste. So, und ins Boot. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich muss natürlich sinnig fahren. Was mir wahrscheinlich schwerfallen wird. So, wir schwimmen jetzt mal exakt Richtung Spawnpoint. Oh, könnten wir das nicht vorher sagen? Mi.
Natürlich wollen wir hier seriöses Spielen gewährleisten. Wir sind gerade in einem Boot und schwimmen Richtung zu Hause. Betrieben von unseren flinken Füßen sind wir auch schon Richtung Land. Ich wechsle mal kurz zur Hand und steige mit flinkem Fuße aus. Zerhaue das Boot und lade es in mein Inventar. Dann kann die Reise auch weitergehen zu Fuß. Egal ob Land, egal zu Fuß, wir machen alles. Wir sind die Amphibien-Gruppe. Seriöses Spielen ist hier mehr als gewährleistet. Okay, ich lasse das jetzt mal lieber, weil das kommt dann doch schon ein bisschen komisch. Aha, Schnee. Schneelandschaft. Aber wahrscheinlich denke ich hier die ganze Zeit nur, dass wir nah dran sind, obwohl wir es gar nicht sind. Alter, ist das cool. Hui. Das ist aber auch schon sehr geil hier gemacht. Vom World Generator. Schön auf jeden Fall. Da könnte man auch sehr viel schöne Sachen mitmachen. Warte mal, Moment. Nein! Zu. Tut mir leid, dass ich hier öfter mal rumgucke, aber ich mache mir Sorgen. 8 GB sind noch frei. Mensch! Ob wir das noch schaffen? Ich bezweifle es, ja? Moment, Entschuldigung, dass ich jetzt hier die ganze Zeit außerhalb von Minecraft bin. Das ist auf jeden Fall... Nein, jetzt habe ich Plus geschrieben. CHPinnet hat eine Nachricht verfasst, die da Plus bedeutet. Den Ursprung dieser Nachricht konnten wir natürlich nicht zurückverfolgen. Vielleicht ein geheimes Zeichen. Wir wissen es nicht. Ach ja, ach ja. So, wir haben auf jeden Fall alles, was wir wollen. Hätten wir jetzt keine Möhren gehabt, dann wäre ich nochmal in die andere Richtung gegangen. Also jetzt, wir greifen jetzt sozusagen, wenn man es ganz grob sieht, greifen wir jetzt vom Westen. Ja, vom Westen kommen wir jetzt hier zum Spawnpunkt und ich werde nochmal Richtung Osten gegangen. Aber das Lied verrät schon, in welcher Laune ich gerade bin. Aua. Auch immer noch ist diese Laune gewährleistet. Oh. Ich freue mich. Ein Dschungel. Der... Wie vielte ist es nun? Ach ja. Dschungel haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mehr als genug. Ich glaube, da braucht man nur meinen Spuren folgen. Und schon hat man 15 Dschungel, minus einen, der da wahrscheinlich abgebrannt ist. Aber was soll's? Er war auf jeden Fall mal ein Dschungel. Da könnte man theoretisch mal vorbeigucken. Das war ja sozusagen genau vor der Haustür. Wie weit wollen wir denn noch gehen? Ich dachte, es ist hier gleich um eine Ecke. Um der Ecke. Ach, jetzt sagt die Framerate wieder auf Wiedersehen, oder wie? Habe ich das jetzt gerade vernommen? Ihr wollt mich doch. Ihr wollt mich doch. Framerate aus, böse. Och nö. Jetzt freue ich mich, dass ich fast zu Hause bin. Oder die Platte läuft gerade einfach nur voll. Aha, ach, hier mal. Mhm, mhm. 4 GB, cool. Also ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine kurze Aufnahmepause. Da vorne ist schon wieder ein Dschungel. Ach, ein Dschungel, eine Wüste. Und dann würde ich sagen, mit dieser fröhlichen Musik sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und frohen Abend noch. Und ich bin happy, dass wir Karotten und Kartoffeln haben. So, bis zum nächsten Mal. Der Heimweg wird dann angetreten und natürlich wird dann auch gleich ein Feld gebaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.